Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde jetzt ab und zu wegen bei Kameras hin und her schwenken. Aus dem Grund, weil ich jetzt mit zwei Kameras aufnehme. Das Setup ist jetzt da total scheiße, weil es meine Webcam läuft, die da oben irgendwo da sitzt. Genau da. Ja, wir haben den 24. Ich habe gesagt, ich mache ein Review zu meiner neuen SSD-Festplatte. Diese hier. Auch immer für. So, das ist die Intenso SSD, für die Leute, die wissen wollen, was man denn da so zukriegt. So, dazu kriegt man, den Karton, eigentlich ist da nichts weiter drin. Da denken wir so, hä, SSD, einen Moment. Die habe ich dann schon mal hier, liegen gehabt. Die sieht dann so von der Verpackung halt her aus. Und, ja, das ist halt so eingepackte Festplatte. Und ja, man packt die jetzt hier aus, wenn ich das hinkriege. So, oh, krass, da. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Ich habe direkt einfach das Review gemacht. So. Über SATA ist die angebunden. Ja, hier sieht man das jetzt. Auch nochmal hier unten. Hier sieht man das. Nein, hier sieht man das nicht. So, hier oben sieht man das besser. Jetzt ist über, also hier dieser SATA-Anschluss und der Stromanschluss. Das ist spiegelverkehrt, daher weiß ich halt nicht so. Ja, 128 GB reicht für alle Windows-Sachen, die man braucht. Und ja, beachten müsst ihr halt, was halt zum Beispiel jetzt nicht dabei ist, ist das hier. Das SATA-Kabel. Das hatte ich noch jetzt, also ich nehme jetzt zwei Festplatten gegen eine raus. Hier dieses SATA-Teil, um das halt ineinander zu stecken. Hier, so. So, jetzt habe ich die sozusagen dran, und kann jetzt auch wieder abnehmen. Und, ja, qualitativ ist das jetzt Müll hier gerade, was ich gerade mache. Aber, ja, wie ich halt mit der zufrieden bin, seht ihr halt in dem nächsten Videos. Da werde ich auch mal was nochmal zu der Festplatte erzählen. Und ja, das ist sie halt. Die Intenso SSD mit 128 GB, die ich ja zu Weihnachten bekommen habe. Und damit wird das Ganze viel fixer laufen jetzt. Und es wird natürlich jetzt viel spaßiger, damit dann jetzt auch zu arbeiten, weil wenn man immer eine halbe Stunde. Das ist übertrieben. Eine Viertelstunde warten muss, bis Origin geöffnet ist und so, dann ist das ganz schön ärgerlich. Und ja, das Ding ist halt jetzt, ja, ich werde jetzt das Video noch rendern und hochladen. Das Ding ist, ich muss jetzt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ich habe nämlich gar kein Ende gesagt, ist mir am Ende aufgefallen jetzt beim Schnitt. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Lasst mir ein positives Kommentar da. Ciao.